Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat Juli 2017. Hi. Gut, lange Rede, kurz Sinn, wir fangen gleich mal an. Ja, bei Kaufland gab es... Bücher. Ja, eins. Und Lebensmittel. Ja. Ja. Ein Buch. Ein einziges nur. Auf meiner Wunschliste stand nämlich dieses Buch und das gab es da günstig. Margie Orford. Blutrose. Genau, den ersten Band davon habe ich schon gelesen. Deswegen musst du das mit. Mhm. Profilerin Claire Hart ist froh, für ein paar Tage Abstand vom Polizeikapitän Reed Van Faizial zu bekommen. Auch wenn der Auftrag, sie in den herunterkommenden Hafen von Walvis Bay in Namibia... Ach, guck an! Ja, aber guck mal, die haben da so einen Bindestrich drin gemacht. Deswegen die haben da so einen Bindestrich? Ach so. Die haben da so einen Bindestrich eingeführt. Ja. Passiert ab und die zu brutalen mal. Morde an vier Jungen, die auf der Müllkippe lebten und die offensichtlich jede Menge Gemeinsamkeiten aufweisen, interessieren dort offenbar niemanden. Schon gar nicht die Offiziere des nahegelegenen Militärstützpunktes. Als Claire dringend nahegelegt wird, nicht im Abfall zu stochern und Rivan in dem Fall einsteigt, wird die Stimmung so explosiv wie das Geheimnis da unter der verdörrten Erde der afrikanischen Wüste schlummert. So, dann gab es ein Buch von Bücher.de bzw. über die Buchflüsterer-Aktion. Rafael Nadal, das Vermächtnis der Familie Palmisano. Ja. Palmisano, klingt wie Olivenöl. Oh, guck mal, was ist das mit hier hinter dem Fenster? Großer Käfer. Zwei Familien, zwei Kriege, ein schrecklicher Fluch. 21 Tote, alle im Ersten Weltkrieg gefallen. Das ist die traurige Bilanz der Familie Palmisano, die seitdem als verflucht gilt. Als die Witwe Donata Palmisano kurz nach Kriegsende einen Sohn zur Welt bringt, fasst sie einen folgenschweren Entschluss. Sie gibt Vitantonio als Sohn ihrer Cousine aus, um ihn zu schützen. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ist Vitantonio ein kräftiger junger Mann, der in die Schlacht ziehen soll. Genau wie seine Vorfahren. Kann er sein Schicksal besiegen und dem Fluch der Familie entrinnen? Ein Dorf in Süditalien wird zum Schauplatz eines halben Jahrhunderts europäischer Geschichte. Rafael Nadals Erfolgsroman stand 20 Wochen in Folge auf der spanischen Bestsellerliste und wird in zahlreichen Sprachen übersetzt. Juhu. Bei Kick gab es dann den zweiten Band einer Reihe. Den letzten Kick. Das Buch ohne Staben? Ja. Was ist Staben? Nein, Buchstaben. Buch ohne Staben. Kling! Kling. Und dann mache ich jetzt so eine Glühbirne neben deinen Kopf. Das war gut. Aber witzig ist der da unten. Ja. Hast du den vorgelesen, wie er heißt? Totenkopf. Ach nee, ich meine den Autor. Anonymous. Ach ja, schau an. Ist ja Anonymous. Oh, ich bin unbekannt. Oh, wird der mal größer? Nee, der läuft nur lang. Jeder, der das Buch ohne Namen las, ist tot. Für den Rest kommt nun das Buch ohne Staben. Auch ein Massenmörder muss an seine Rente denken. Erst recht nach 18 Jahren Gemetzel und einer höllischen Menge Bourbon. Und so kommt es, dass der berüchtigste Bourbon Kid seinen Job an die Nagel hängen will. Doch so einfach ist das nicht. Der Mönch Peto ist ihm auf den Fersen, denn Bourbon Kid hat alle Mitbürger des Mönchs auf dem Gewissen. Ja, Mitbürger. Mitbürger. Die Mitbürger des Mönchs auf dem Gewissen. Außerdem trachten ihm diverse Zeitgenossen nach dem Leben. Eine Reihe von Vampiren und Söldnern. Eine Mumie. Ein neuer dunkler Lord, die Liste scheint endlos. Rente hin oder her, Bourbon Kid hat die Nase voll und erstellt seine eigene Abschussliste. Und diesmal verschont er niemanden. Ja, na klar, Vampire, Söldner, selbst Mumien sind hinter ihm her. Sicher. Ey, was ist denn das für ein Auftrag? Das weiß ich doch nicht so genau, was damit auf sich hat. Kann ich mal eine Mumie töten oder was? So. Ja. Dann gab es Nachschub von Steffi. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hallo Steffi. Na?
Er will sein Buch nicht zeigen, also tut mir leid. Nee. Juliane Hoffmann. Ja, dann bring's her, verdammt nochmal. Das hält ja keiner aus. Juliane Hoffmann. Cupido. Knallhart gut, ein gnadenloser Thriller. Der Albtraum jeder Frau. Du kommst abends in dein Apartment. Du bist allein. Alles scheint wie immer. Nur ein paar Kleinigkeiten lassen dich stutzen. Du kümmerst dich nicht darum. Du gehst schlafen. Und auf diesen Moment hat der Mann unter deinem Fenster lauert, nur gewartet. Ich habe gedacht, jetzt unter deinem Bett. Vergessen Sie, Hannibal Lecter. Jawohl, das wäre ja was, wa? Denkst, alles ist normal, hier ist schlafen. Und dann kommt einer unter dem Bett vor, so. Monster unter dem Bett, ne? Ja. Also in Zukunft wird die Person immer unter dem Bett erstmal schauen, ob er gut ist. Ja. Oder sie holt sich so ein Bett mit so einer Schubkästen unten drunter. Ist dann, aber selbst dann? Naja, wo keiner rein kann. Ach so, ja. Sind sie klein genug. Eben, die so vollgestopft sind mit Schuhe, dass da keiner mit Platz Schuhen. Hat. So, was haben wir denn hier? Robert Kirkman. The Walking Dead. Wir müssen ihn jetzt überreden, was er endlich mal lesen soll. Es ist nicht mein Buch. Ich werde es nicht lesen. Ich mag es aber gucken. Es gibt kein Entkommen. Wenn alle, die du kanntest, entweder tot oder infiziert sind. Wenn deine Familie vor deinen Augen von blutgrünstigen Untoten angefallen wird. Wenn der nächste Tag dein letzter sein könnte. Was würdest du tun? Der große Roman von Robert Kirkman, den Schöpfer von The Walking Dead. Oh. Ja. Weiter geht's. Auch von Steffi. Auch von Steffi. Mann, die steht irgendwie auf Bling-Ding-Cover, wa? Das Buch ohne Namen. Schon wieder so ein anonymes. Das ist der erste Band der Reihe. Warum drückst du mir erst den zweiten in der Hand, wenn jetzt der erste in der Reihenfolge, wie es halt ankam. Die hat sie dir alle mit einmal gegeben. Nein, Anonymous haben wir bei Kick gekauft, oder ich vielmehr. Ach so, okay. Aha. Na gut, dann seid ihr verziehen. Ausnahmsweise. Danke. Okay. Au! Sie schlägt so. Mich schon wieder. Das jeder, der dieses Buch liest, stirbt. Nee, liest du mal weiter. Was denn? Nee. Mach mal. Doch nur wer liest, weiß warum. Ein Buch ohne Titel und ohne Autor tötet jeden, der er liest. Ein geheimnisvoller blauer Stein ist plötzlich verschwunden und alle suchen ihn. In Santa Monica bricht die Hölle los, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Sonnenfinsternis wird von Santa Monica bei einem völliger Dunkelheit tauchen und dann wird es blutig werden. Blutiger, als sich irgendjemand vorstellen kann. Denn ein Fremder ist in der Stadt. Bourbon Kid. Das klingt ja wie so ein Alkoholiker, weißt du? So ein junger Erwachsener da, weißt du, mal schön Pulle. International massenhaft begeisterte Lese-Rezension bei Amazon. Was? Ja. Ne? Ja, ja, ja. Gut. Okay, was haben wir als nächstes? Dann genau. Habe ich. Bourbon. Dann habe ich vom Verlag bekommen. Das E-Book. Das bloß die Rezension mit vorlesen, okay? Die vier Söhne des Dr. March. Albert Bridget. Andersrum, aber naja. Brigitte Albert. Ach, naja. Das ist schon französisch. Brigitte Aubert. Ach ja, schau an. So besser? Ja, so klingt schon mal besser. Ach, klingt schon ein bisschen französisch. Ja, ich weiß nicht. Ob es richtig ist, weiß keiner. Super, hau mir doch immer schön in die Falle hier. Gut, wir fangen mit der Rezension an. Vorweg sei. Nein. Ist sie noch sicher? Oder das nächste Opfer? Haushaltshilfe Jeannie findet im Schlafzimmer ihrer Arbeitgeberin ein Tagebuch, in dem sich einer der vier Söhne der Familie als Mörder zu erkennen gibt. Anfangs glaubt sie an einen schlechten Scherz. Doch schon bald melden die Nachrichten einen mysteriösen Todesfall, der genau den Beschreibungen aus dem Tagebuch entspricht. Von panischer Angst und atemloser Neugier getrieben, liest Jeannie weiter. Über missbrauchte Mädchen, getötete Frauen und über das nächste Opfer. Sie selbst. Wollen wir Emma umtaufen auf Jeannie? Nein. Warum nicht? Emma wird das immer. Hallo? Ich taufe auch keine Ahnung mehr um. Wir brauchen einen Staubsauger. Lieber so, Jeannie. Das nächste Buch gab es beim Blog dein Buch. Hast du nur so eine komische Bücher? Im Moment ist ganz viel E-Book, ja.
Scheiße. Oh, warte mal. Kamera, ich meine Kamera. Weiter geht's? Weiter geht's. Weiter geht's. Akku war leer. Wo war wir stehen geblieben? Bei Christina Munninger. Wenn gestern unser Morgen. Klingt ja wieder sehr verführerisch. Was wäre, wenn ich eine zweite Chance bekäme? Was würde ich ändern? Was wiederholen? Sarah hat innerhalb weniger Tage so ziemlich jeden Fehler begangen, den sie begehen konnte. Als sie inmitten des Chaos ausgerechnet Matt vors Auto läuft, ist plötzlich nichts wie zuvor. Sie rennt vors Auto vor Matt. Aber hast du nicht gerade alles vorgelesen? Na, okay. Als sie mitten das Chaos ausgerechnet Matt vors Auto läuft, ist plötzlich nichts wie zuvor. Das steht so da. Ja, ich dachte, du hast hier Matt vors Auto habe ich nicht. Gelaufen. Die Uhren wurden zurückgedreht und all das, was in der Woche vor dem Unfall passiert ist, scheint ungeschehen. Sarah hat nun unbezahlbare Möglichkeit, die wichtigsten Tage ihres Lebens noch einmal neu zu erleben, um endlich alles richtig zu machen. Aber irgendwie sind ihr Kopf und ihr Herz sich gar nicht so einig darin, was eigentlich falsch und was richtig ist. Das nächste E-Book habe ich bei Vorablesen gewonnen. Anna Bednox, Mord im Cottage. Ja, eigentlich ist Alfie? Ja, genau so. Keine eigentlich Ahnung. Ist Alfie eine typische Großstadtfrau und kann mit dem Landleben wenig anfangen. Doch nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund hat die erfolgreiche Schriftstellerin eine Schreibblockade. Auf Anraten ihres Verlegers zieht sie sich mit ihrem Kater Dr. Jingles in ein Cottage in das kleine irische Dorf Ardcarriage zurück. Doch die erhoffte Ruhe bleibt aus, denn schon am nächsten Tag findet Alfie ein zerstörtes Exemplar eines ihrer Romane im Garten. Als plötzlich Bücher folgen, ist klar, dass jemand die Schriftstellerin bedroht. Doch wer könnte das sein? Zum Glück findet die Autorin bei den Dorfbewohnern unerwartete Unterstützung. Ist klar. Gemeinsam mit dem örtlichen Pubbesitzer Tom versucht sie, den Täter auf die Spur zu kommen. Also das eins sei gesagt, ja. Wenn jemand Fremdes in ein Dorf kommt und dennoch aus der Stadt, ist der erstmal alles andere als willkommen. Du weißt doch gar nicht, wie es da ist. Das ist vielleicht in Deutschland so. Vielleicht ist es in überall anders. So. Das weißt du doch gar nicht. Doch, Dorf ist Dorf. Dorf ist wirklich. Immer eine kleine Gemeinschaft. Ja, aber es ist und trotzdem jeder Fremde, in jedem Land anders. Der nicht irgendwie mit irgendjemand verwandt, verschwägert ist, ist erstmal so... So, da natürlich nicht, da ist es ja so anders, ist klar. Kann doch sein. Ja. So, das nächste Buch habe ich vom Verlag bekommen. Von Stefan R. Meyer. Now, du übernimmst, wer überlebt. Wenn Algorithmen die Macht übernehmen... Du übernimmst, wer überlebt? Ich habe gesagt, du bestimmst, wer Nein, überlebt. Nein, du hast, wer übernimmst, wer überlebt. Ich muss es doch gerade. Ja. Merkwürdig. Wenn Algorithmen die Macht übernehmen, der Thriller unserer Zeit. Ein Mann streunt durch dichte Wälder. Immer auf der Flucht vor herannahenden Drohnen, die seinen Tod bedeuten können. Sein Name ist Bark. Doch vor kurzem wurde sein Leben von dem intelligenten Algorithmus Now geregelt und Spark hatte alles, Gesundheit, Sex, Nahrung. Doch dann entdeckte er, was er hinter dem Tod seines Vaters steckt. Wie gefährlich die Allmacht Now ist. Und dass die Frau, die er liebt, verstoßen wurde. Dorthin, wo jeden Tag das nackte Überleben auf dem Spiel steht. Damit beginnt Sparks Kampf für die Zukunft der Welt, für die Liebe seines Lebens. Für die Zukunft. So, dann gab es wieder ein Kauflandbuch. Meine Fresse, ey. Du holst echt zu viel, weißt du? Bitte was? Moment mal. Da redet man sich die Mundfuß, die stundenlang. Das geht doch was. Carrie Price, New York Diaries. Hat man das nicht? Zoe. Du hast Zoe vergessen. Ja, Zoe. Und Zoe ist auch noch mit dabei. So.
sehr viel damit was tun, wenn man vielleicht zwischen dem großen Traum und der großen Liebe entscheiden muss? Traum, 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 Traum. Zoe Hunter kommt mit viel zu viel Gepäck aus dem großen Traum, Schauspielerin zu werden, aus Idaho nach New York. Doch sie muss bald feststellen, dass in der Stadt, die niemand schläft, niemand auf die talentierte Miss Idaho gewartet hat. Zum Glück lernt sie schnell nette Menschen kennen. Den etwas schrägen Matt Hooker, die sie zunehmend verzaubert, und die Bewohner ihres herunterkommenden Apartmenthauses, das Night Building. Auch einen Agenten findet sie mit etwas Glück. Aber er hat ganz andere Vorstellungen von dem, was wirklich zählt, als sie. Und je mehr Zoe seinem Rat folgt, desto mehr stößt sie ihren neuen... Was? Desto mehr stößt sie ihre neuen Freunde und vor allem Matt vor dem Kopf. Schon wieder ein Matt. Also irgendwie kommt er jetzt sehr oft Matt vor im Buch, ja. Okay, die nächsten beiden Bücher habe ich auch von einem Verlag bekommen. Oder von dem Verlag bekommen. Als E-Book. Ja. Crystal Seaman. Tangata Wainua. Inferno der Herzen. Ja. Ja. Ein Neuseeland-Roman. Emotions geladene Dramatik und romantische Sinnlichkeit vor der wunderschönen Kulisse Neuseelands. Ein Roman von Christel Seaman nach dem frühen Tod ihrer Mutter. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter verlassen den Vater und ohne Job findet die junge Chiara auf der Rinderfarm Tangata Wainua ihre Tante Maggie an der Ostküste von Neuseeland ein neues Zuhause. Chiaras unkomplizierte und herzliche Art, ihr Witz, Charme und die Freundlichkeit der Menschen auf der Farm helfen ihr, sich schnell heimisch zu fühlen. Vor allem der schweigsame Rinderherdenmanager Mark zieht sie magisch an. Doch sein verschwiegen schicksalhafte Vergangenheit macht es Chiara nicht leicht, ihn für sich zu gewinnen. Durch Sabotageakt auf der Farm überschlagen sich die dramatischen Ereignisse und Chiaras Leben hängt plötzlich an einem seidenen Faden. Für alle Fans von Sarawak, Tangata Wainua, Inferno der Herzen, ist ein E-Book von Feelings Emotion E-Books. Mehr von uns ausgewählte erotische, romanische, prickelnde, herzbeglückende E-Books findest du auf unserer Facebook-Seite. Ja, prima. Ausgewählte, erotische, romantische, prickelnde, herzerreichende. Pack weg jetzt. So. Ja. Geht gleich weiter. Du hast nein, ich kann nicht. Geil. So. Nicht noch mehr sowas. Das, nee, sowas glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige in der Art und Weise. Susan Susanna Ernst. Immer wenn. Susan Susanna Ernst? Ich glaube, sie heißt nur Susanna, Susanna Ernst. Susan, nein, Ernst. Susan Ernst. Susanna. Ja. Immer wenn es Sterne regnet. Was denn? Es wird nicht besser. Nennt mal Meteoriten. Sag mal. Die Liebe ist eines der letzten Mysterien. Ihr haftet etwas Magisches an. Ein Hauch von Feenstaub. Irgendwie ist es Susanna Ernst gelungen, diesen Feenstaub zwischen die Seiten ihrer Bücher zu streuen. Der gedruckten wie der digitalen. Seit der Veröffentlichung von Deine Seele in mir sammelt die Neobooks-Entdeckung Ernst begeisterte und geradezu hymnische Leserstimmen. Sag mal, was ist denn das hier? Das ist doch keine Inhaltsangabe, das ist doch nur wieder Publishing hier. Über 600 sind das mittlerweile allein bei Amazon. Also, offen zu lesen. Mitte bin ich schon. Sehr komisch. Ja. Das ist ja nur Werbung. Bisschen. Ja. Gut, da muss ich es einfach nur verlinken. Was ist denn das für ein Klappentext? Das ist ein bisschen komischer Klappentext, ja. Wenn man es einliest, nur nicht abschreibt. So, dann zumindest die nächsten, nicht erotisch prickelnd. Nein, die letzten drei Bücher sind von Kaufland tatsächlich. Ach, endlich gibt es wieder vernünftige Bücher. Wirklich, als diese. Oh, Mann, ey. Der zweite wird einer Reihe. Inge Löning in weißer Stille. Was ist denn an Inge Löning wieder verkehrt? Du hast Ling gesagt. Ling. Ja. Ist bei Weihnachten. Ja, natürlich. So.
psychologischer Spannung, meisterhaft erzählt. Dünnforts neuer Fall. Ein stürmischer Oktoberabend in seinem Wochenhaus am Strandberger See wird ein pensionierter Kinderarzt tot aufgefunden. An einer Heizung gefesselt ist er langsam verdurstet, ein qualvoller Tod, der sofort die Frage nach dem Motiv aufwirft. Erste Spuren deuten auf Raubmorden, doch als Kommissarin Konstantin Dünnfort nach und nach den dunklen Charakter des Toten enthüllt, stößt er auf ein Drama, das die längst erwachsenen Kinder des Ermordeten bis heute verfolgt. Oh, 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 hat sie das hier auch schon? Das habe ich schon gelesen. Das hast du ja schon gelesen. Das ist der erste Band der Reihe. Oh. Wahnsinn. Stimmt mir? Ja. Nicht Tür ein bisschen offen ist. Lass die Tür in der Ruhe, Katze. Ja, ein bisschen. So. Und dann haben wir Becky Mastermann. Bis du tot bist. Das ist auch das zweite bei einer Reihe. Ist aber auch ein schönes Cover. Mhm. Und ich hab, so, jetzt ist es ja. Schön scharf. Ich fürchte mich vor der Dunkelheit, aber das ist mein geringstes Problem. Als ehemalige FBI-Agentin hat Bridget Quinn viele Gesichter des Bösen gesehen. Nach ihrem Ausstieg sehnt sie sich nun nach ein bisschen Normalität. Doch als Teenager aus der Nachbarschiff bei einem Badeunfall ums Leben kommt, ist es aus mit der vermeintlichen Ruhe. Die Mutter des Jungen ist überzeugt, dass ihr Sohn gewaltsames Todes starb und bittet Bridget um Hilfe. Während diese immer tiefer in die Geschichte hineingezogen wird, leidet sie selbst plötzlich unter rätselhaften Symptomen. Dazu kommt die Sorge um ihre Nichte Gemma, deren Interesse am Tod morbide Züge trägt. Als eine weitere Leiche gefunden wird, keimt in Bridget ein schrecklicher Verdacht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen all diesen merkwürdigen Vorkommnissen und sie sind nur die Vorboten einer viel größeren Gefahr. Hm. Hm. Ey! Guido M. Breuer. 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 Der Schmetterlingsmörder. Er tötet Schmetterlinge. Ich sag, wie mit die Einhornwürste. Habt ihr das schon mal gesehen? Ernsthaft, jetzt, es gibt wirklich Einhornbratwürste in rosa Pink. Unglaublich. Meine Mutter dachte übrigens, du hast die wirklich gekauft. Nein, ich habe die nicht gekauft. Einhornbrat. Wer tötet bitte Einhörner, um daraus Würstchen zu machen? Kannst du das einblenden? Bestimmt. Bestimmt. Betty blendet das dann mal. Die unausweichliche Logik des Todes. Ein Mädchen liegt im Walde, ganz still und stumm. Die Augen weit aufgerissen, der Körper eiskalt. Die Würgemale am Hals sind die einzigen Spuren von Gewalt. Nur Profiler Tim Schuster erkennt einen Zusammenhang. Der Schuster. Der Schuster, ja, ist genau. Bereits vor einigen Monaten wurde ein Mädchen stranguliert aufgefunden, ebenfalls ohne Missbrauchsspuren. Handelt es sich um denselben Täter? Was ist sein Motiv? Schuster ermittelt mit Hochdruck und ahnt nicht, wie nahe er dem Mörder dabei kommt. Dabei wird das nächste Mädchen entdeckt. Er hängt an ihrer eigenen Strumpfhose. Sie ist viel jünger als die anderen Toten. Sie ist genauso alt wie Schusters Tochter. Na Mensch, wie böse. Müsste es eigentlich heißen, dass Schusters Tochter? Ich weiß nicht, warum es der Schwerlingsmörder heißt. Sie werden mir feststellen, wenn wir es gelesen haben. Möchtest du auch lesen? So, das war dann alles. Gott sei Dank. Du hast es für den nächsten. Wir haben den Juli geschafft. Fast. Wir lesen mal vierten, aber die Menschen sind geschafft. Gott sei Dank. Ja. Und auch hier mal wieder der Hinweis, ich habe es beim letzten Mal vergessen. Wenn ihr ein Buch seht und sagt, das muss ich unbedingt lesen, sagt es mir. Oder wir lesen es gemeinsam, dann könnt ihr es gerne bei gemeinsam lesen anmelden. Und wir lesen es gemeinsam irgendwann. Yay! Okay. Na denn? Bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye bye.